Herzlich willkommen zum Neuanfang meiner Brick City. Wie ihr seht, die alte Brick City ist nicht mehr. Ich habe neu gestartet aufgrund einer Umstrukturierung meines Büros. Musste leider etwas Platz weichen, deswegen musste auch die Brick City verkleinert werden. Und zwar auf die aktuelle Größe. Das sind insgesamt 225 cm Platten, bloß da drüben ist noch 125 cm Platte. Also haben wir hier ca. 2,60 m Breite oder Länge mal aktuell 3,32er Baseplates Breite und da hinten dann nochmal extra 2,32er Baseplates. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt in diesem Teil der Brick City begonnen. Einmal eine kleine Zugstrecke. Hier sogar mit den Pavements von Trix Bricks das erste Mal. Hier seht ihr einmal das Sanctum Sanctorum und die Lidl-Filiale. Hier soll eine kleine Straße entstehen mit Bahnübergang. Das Ganze zieht sich dann nachher hier rüber. Hier, wo die zwei blauen Platten sind. So ein kleiner Fluss hin, das heißt, hier würde eine kleine Brücke über den Fluss entstehen. Die ganze Bahnstrecke zieht sich dann hier rüber und hier an dieser Stelle kommt eine Weiche, hier kommt eine Weiche und hier soll ein kleiner Güterbahnhof entstehen. Hier an der Stelle soll überall einfach ein bisschen Stadt entstehen. Das Ganze baue ich im Milzsystem, damit die Teile nachher sich auch auseinandernehmen lassen, beziehungsweise eine Modulbauweise. Ja, ein kleines Speedbild hier von dem Teil der Straße seht ihr jetzt. So, und damit verabschiede ich mich erstmal wieder von euch. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Update zum Neuanfang gefallen und wir werden uns ab sofort, wenn alles klappt, jede Woche einmal sehen mit einem Update zur neuen Brick City. Vielen Dank, gerne das Video liken und teilen und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao!